Ja, hi Kickers, ich grüße euch ganz herzlich hier zum nächsten Spiel von Blood Bowl 3, das Spiel von Cyanide. Wir befinden uns jetzt wieder in der League of Kicks. Kleine Vorwarnung an euch, man hört es mir vielleicht auch an, mir ist heute nicht so besonders, ich bin erkältet, deshalb gibt es jetzt kein großartiges und langes Vorgeplänkel diesbezüglich. Ich habe nämlich auch schon meinen Gegner in der Leitung, den amtierenden DBBL-Vizemeister, den lieben Suaron. Ich grüße dich, guten Abend. Schönen Abend. Du hast gesagt, heute geht's los. Deine dunklen Schatten, die holen jetzt wieder ein. Die geben jetzt wieder Gas, habe ich mir sagen lassen. Ja, die haben so ein bisschen doch einen ganz schönen Fehlstart hingelegt und auch im letzten Spiel. Deshalb habe ich auch drei Missing Next Gamer. Ja. Ja, mal gucken, ob sie jetzt natürlich gegen dich auf jeden Fall die Wende schaffen werden, ne? Das würde ich auch behaupten wollen. Vielleicht nein. Moment, stopp. Irgendwas war jetzt an der Aussage komisch. Ja, es hat dich echt blöd erwischt. Also mal ganz ehrlich, also schlimmer kann es kaum sein. Also der beste Blitzer fällt aus. Dann halt noch natürlich der Einzige, der halt, sage ich mal, gut mal einen Pass vorbringen kann. Gut, der Lineman, sagen wir mal, jetzt mal, klammern wir leicht aus. Das geht ja noch. Aber die zwei waren halt jetzt schon extrem scheiße, ne? Ja, wie gesagt, wobei man muss dann immer froh sein, dass immer nichts Bleibendes oder gestorben sind. Ne? Also da ist Missing Next Game auf jeden Fall noch mit zu nehmen, aber ist natürlich dann gerade, wenn man denkt, jetzt so im nächsten Spiel kann es mal werden, Ja. aber startet man jetzt halt mit einem kleinen Handicap. Aber mal gucken, wie gesagt, abwarten. Ja, einfach kann jeder. Also, ich meine, Suaron, ne, das ist ja, ne, das ist so endlich mal eine Herausforderung, die du suchst. Klar, das hast du so gewollt. Also, ihr seht sein Team hier und dann, damit ich zu meiner Entlastung es gemacht habe, ich zeige es euch ganz kurz. Ja, das sind die Ligensituationen. Ihr könnt kurz in YouTube auf Pause drücken, wenn euch das interessiert. Seht ihr das hier? Ich beschreibe es jetzt hier nicht mehr in der Länge. Das schaffe ich für heute nicht mehr. Will meine Stimme ein bisschen heute schonen. Da könnt ihr aber, wenn ihr Pause klickt, kurz oder nochmal auf den Bildschirm klickt, dann seht ihr das. Lustria ist einen Spieltag hinterher. Die müssen noch ein bisschen nachholen. Ein Spiel ist da ausgefallen. Auch hier Urlaubs- und dann krankheitsbedingt. Sowas kann passieren. Dann haben wir hier noch die Reikland-Division, die unglaublich nach vorne prescht. Auch das nochmal für euch. Und jetzt seht ihr nochmal kurz unsere Tabellensituation. Das ist sie. Also es tritt heute an ein sehr glücklicher Zweitplatzierter gegen ja, den lieben Suaron auf dem fünften Platz. Das hat aber überhaupt nichts zu bedeuten. Okay, dann habt ihr das einmal gesehen. Okay, gut, wunderbar. Dann bin ich da durch und zu meiner Entlastung noch, damit hier alles seine Richtigkeit hat. Und dann geht's auch los. Meine Mannschaft, die Cruella Kickers, die haben jetzt endlich Pluto. Pluto ist frisch aus der Windel, mache ich nicht ganz kaputt, ja. Mein Troll, der ist neu dazugekommen. Hi Mathis, grüß dich. Ja, ansonsten ist ja nichts großartig aufregend Neues passiert. Das ist halt mein Team so, ja, gegen das du heute antreten darfst. Ich bin fertig. Ich denke, du wolltest auch nichts mehr in deiner Mannschaft machen, ne? Die ist Nö, auch. nee, ist nichts mehr möglich. Ich habe mir jetzt immerhin noch eine Hexe gekauft, also die Genau. Witch, und ja, und ansonsten bin ich gerade überlegen, ob mich Schnaffel halt dafür strafen will, dass ich meinem Karas abgesagt habe. Das kann nämlich auch die Möglichkeit sein. Das ist durchaus ein denkbares Szenario, Suaron, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also, ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naffel fordert ja gerne die, die sie am meisten liebt. Weißt du, das ist irgendwie, ja, also, ja. Viele Behauptungen heute zum Start des Spiels. Genau. Ja. Das Spiel wird zeigen, was ist. Ja. Ja. Richtig, und ich freue mich da wie Bolle drauf. Also klicke ich einfach mal auf Get Ready. Ja, Suaron hat 930 Punkte, ich 1200. Das heißt, er darf auch nochmal fett in die Kasse reingreifen. Und so ist es auch richtig, da geht die Einladung raus. Spielt ihr diese Saison kein Halbfinale? Die beiden Erstplatzierten gehen direkt ins Finale. Das hast du richtig und genauso beobachtet. Es geht darum, dass wir nicht zu viele Spiele Diskrepanz haben. Deswegen gibt es direkt ein Finale dann. Suaron, bitte wunder dich nicht, das Video triggert komplett durch. Geht da, jo. Alles klar. Ja, das ist einfach der Grund. Deswegen gibt es auch nur dieses Kicker-Spoon-Match. Ist ja auch nochmal eins, wo extra kommt. Das sind die Spiele, die extra sind. Ja. Mit einem Spiel Diskrepanz, das ist noch relativ fair. Und man muss auch erstmal ins Finale kommen, um das dann dreimal zu schaffen mit einem Team, um dann mehr Spielvorsprung zu bekommen. So einfach ist das nicht, denn wir haben hier sehr gute Spieler in der League of Cakes. Und ich finde, da gibt es Bereiche, da kann jeder jeden schlagen. Und von daher bin ich da sehr happy drüber. Und ja, sollte nicht so große Diskrepanzen geben. Das war einfach der Grund.
Da seht ihr, dass ihr die beiden Mannschaften auf der rechten Seite, die dunklen LOC-Schatten und links die Cruella-Kickers. Auf geht's. League of Cakes, Spieltag Nummer 4 von 7. 5 zu 4 Fans, du nimmst zwei Journeymans mit. Ja, ich weiß, die sind geliehen zu Aaron. Ja. 130.000. Noch eine letzte Frage, bevor es losgeht. Wenn du den Spielplan machst, ist dir dann Heim- bzw. Auswärtsspiel von dir festgelegt oder ist das Zufall wie in der Letter? Das ist, ja, also das wird festgelegt vom Spiel am Anfang. Es legt einfach fest, wer wo platziert ist. Und einer ist der dicke Dieter, das heißt, ich habe nur Heimspiele, ja, den Round Robin. Und ja, links sind die Mannschaften, die immer Heimspiel haben und rechts sind immer die Mannschaften, die auswärts sind. Du darfst ruhig suchen. Ja. Danke. Hat extra heute gesagt, er startet mit mir ein bisschen früher. Ein Keck, ein Assistant Coach ich, ein Cheerleader. Ja, pack mal Dankeschön. rein. Viel Spaß dir beim Zugucken. Da kommt sie, die Münze. Und sie sagt, ich habe zu entscheiden. Ja, Suaron haben nicht haben zwei Ligaspiele hinter uns, die offiziell waren. Das eine war League of Cakes Season 2. Da hat Suaron 2 zu 0 sehr verdient mit seinem Nörgelteam gewonnen, das unglaublich gut gestartet ist damals in die Saison. Damals haben wir noch die Teams zugelost. Ja, und dann gab es ein Spiel in der DBBL, was ich spannend fand. Das war ein 1 zu 0 für den Suaron. Schauen wir mal, was der heutige Abend bringt. Hi Deka, ich grüße dich, guten Abend. Also bester Blitzer fällt heute aus bei Suaron, sowie sein Werfer und ein Lineman. Hexe kam jetzt noch rein für den Suaron. Ja. Machen wir das direkt so gewalttätig gegen dich oder machen wir das nicht gewalttätig heute? Ach doch, Doch. doch, wir sind gewalttätig, oder? Ist Doch. ja Plattbohren, kein Streichelbohren, Also, ne? ach so, wenn du das sagst, dann machen wir das so. Streicheln kann auch böse enden, genau. Zumindest bei den Großen da in der Mitte. Da sieht nicht besonders feinfühlig aus. Also ich finde, Pluto ist ein ganz netter. Guck mal, die Haut noch so ganz frisch und so. Also es ist wirklich, ja, der Kleine, ja. Jetzt, wo du es sagst, genau. Ja, ich freue mich schon auf die Double Skulls. Ja, hat er jetzt so nicht gesagt, ne? Wollen wir das so machen? Wir wollen das so eng stellen, wir wollen das so machen. Auf geht's, Spieltag 4. Lieber Suaron, ich wünsche dir viel Spaß im Spiel. Auf ein gutes. Gleiche Wünsche auch, danke. Go. Ich habe leider Pech, lieber Deka. Solid Defense, es fängt ja schon mal wieder so an wie damals, finde ich gut. Kennst du auch was anderes als Solid Defense? Nein. Ja, lieber Gruß von Degas soll ich dir ausrichten. Jo, schöne Grüße zurück. Vier Spieler darf so rund versetzen. Das könnte jetzt schon sehr spannend werden. Halt, nein, Nee, da darf ich. das ist unfair, Buh. Ja, nee, das geht nicht, schade. Ich dachte, ich kann überzeugen, das passt schon. Das heißt, ich nicht so haben hier. Vize-DWBL-Meister. Ich will es nur kurz den Neuen gezeigt haben. Ja, ist klar. Ja, einfach kann ja jeder. Klar, ja, Mann. Das ist mein Drive, oder wie war das? Ja, Mann. Ein Scheißdreck ist das mein Drive. Jetzt wird Zeit für den ersten Double Sky. Sky. Ja, ich fange damit jetzt auch gleich an. Versprochen. Gucken wir mal, mit welchem ich da gleich anfange. Tja, tja. Das ist eine interessante Situation, die wir genauso haben wollten. Madonna Mia. Schön. Ah, ja.
Na dann, mit wem fangen wir denn an mit dem Double Skull? Ach, weißt du was? Komm, wir wollen hier ein bisschen Spaß haben. Yippie! Aha. Passt, ja. Flums. Ah, Nee. macht er. Ja, macht er leider. Da kennt er nix. Upsa. Fresschen? Und da geht's gleich los. Fresschen. Er ist nicht ganz von dieser Welt, dieser Professor Radigan. Das ist ein Roger mit speziellen Fähigkeiten, habe ich so das Gefühl. Ja, dann machen wir mal weiter, ne? Wie machen wir es denn am besten und am dümmsten? Ja, so zum Beispiel. Rums die Dums. Achtung, Doppel 6, ja. Eiskalt. Aber hat noch geholfen beim Runterlegen, deshalb ist da nichts Schlimmes passiert. Ja, voll nett und so. Upsi. So, la 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 la. Wie machen wir das denn jetzt? Ist auch anstrengend wieder. Man hat es nicht leicht, aber leicht hat es einen. Naja, gut, immerhin. Ah ja. Okay. Ist das so? Ja, schon ganz okay, genau. Ja, gut, der Ball liegt halt beschissen. Ich komme nicht an ihn ran. Es gibt schon Möglichkeiten, aber komm, holen dir. Ich habe Gefühle, wenn ich da meine Big Guys sagen muss, wir sollen jetzt laufen. Da sind sie manchmal ein bisschen eigen. Guck mal, so einfach geht das. Warum hast du das mit wie vielen Blocks nicht geschafft? Du weißt doch, dass ich dir immer so falsch zugehört habe, die ganze Zeit. Ach so, ja, das ist ja eben. Ne? Da gebe ich dir Hinweise noch und nöcher und du hörst einfach nicht zu. Das ist ganz schlimm bei dir, So bin ich. ja. Einmal drum rumgesneakt, der Kerl hier. Ui, super, Tauser. Gut gemacht, braver. Gut, da bist du, ja. So. Komm zurück. Unverschämtheit. Hey. Buh. Ah. Okay. Heieiei. Tja, was machen wir denn da jetzt mit dieser Situation, die du mich da bringst? Erstmal, ich habe dir gerade gezeigt, ne? Da bist geil, wie das funktioniert. Kannst dir direkt mal zeigen, was du gelernt hast jetzt, ja. Okay. Mach ich gleich. Eins nach dem anderen.
Na gut. Dann muss es so sein. Kannst du nichts machen, musst du gucken zu. Guten Abend, Kralli. Schön, dass du einschaltest. Freut mich. Ach komm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Waffel, du bist die Geilste. Oh, dann brauche ich ja gar nicht Stripball. Ja, das. Wie war das mit dem Double Skull? 6 und 5 macht auch Spaß und so Sachen. Ups. Ich sehe schon. Sorry, Mann. Ich wollte eigentlich nur pushen, ehrlich. Ernste Verletzung. Ja. Ernst haben wir gemacht, der kleine Goliath. Mal gucken, was macht denn der andere? Tod bestätigen? Nö, nichts passiert. Guck mal. Nein, nix. so, das geht, dass du jetzt hin. Ah ja, okay. Will sie oder will sie nicht? Ach komm, wir finden es mal raus. Nö. Willst du nicht? Dann komm nicht, dann musst du mal kurz herhalten. Ja, mach doch nichts. Stellen wir uns einfach mal dahin. So, Tachchen, so an. So, du Ja. kommst mal da. Und du kommst mal hierhin noch. Kann sich nur noch um Stunden handeln, mein Zug, sorry. So, zack. Du hast es ja wenigstens noch spielt noch. Ja, noch, ja. Und, guck mal hier. Dann war es schon ein bisschen knapper jetzt, das Ganze. Du kommst mal da mit. Löchen. Sperren wir mal den Kerlchen hier ein bisschen ein. So, du bist jetzt hier drüben und kommst da nicht dran, ne? Okay. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ene mene Moon, raus bist du. Ene mene Mac und sie ist weg. Ah, es ist wieder anstrengend im Suaron. So, jetzt darfst du, es hat ja nur Stunden gedauert. Schön, dass ihr alle so zahlreich da seid, obwohl es früher losgegangen ist. Ich hoffe, euch geht's wenigstens allen gut, richtig. Schups. Ja. Geht unter dem, wird verbucht, unter dem gewonnen, so zerronnen. Jetzt Rolli, jetzt schnuffelt ihr noch nicht unter den Achseln bei der Dame. Also benimm dich mal ein bisschen. Den brauche ich noch für die Verteidigung gegen dich. Ja, mach den nicht kaputt. Das sind so viele bäschige Elfen hier, das ist überhaupt nicht meins. Siehst du, das hast du davon. Jetzt ist die Saphira einfach weggedodged, weil du an deinen Achselhaaren rumgeschnüffelt hast. Pluto, aufpassen. Och, Pluto.
Aber immerhin hast du reagiert. War ganz, ist ein guter, ja. Ja, Guck. ist ja schon mal nicht schlecht. Ja. Ist nicht ganz nur rumgestanden. Oh, nein. Oh nee, jetzt kann ich ihn ja gar nicht. Ach Mensch, ich wollte ihn noch ins Publikum schieben. Der hat sich schnell gerettet. Der Da will man einmal kurz den. Verletzung simuliert und dann ist alles gut. Da will man einmal den Fans was Gutes tun und dann sowas. Jo. Du sagst es. Yippie! Komm, Na, aufstehen. stimmt. So machen wir das jetzt hier. Ja, ich will das so. Bin ich mir damit sicher? Eigentlich nicht so wirklich. Naja, gut, mein Gott, jetzt ist es entschieden. Du darfst suchen. Aber das war anders geplant von mir. Jawohl, Heimpublikum, einmal auf die Schultern geklopft, so muss das sein. Passiert. Du sagst es.
Nein, wir wollen stehen bleiben. Okay, das finde ich auch ganz nett von dir. Interessante Taktik, muss ich sagen. Hep. Aha. Dann weiter. Ah. Na, schau mal einer an. Ja, das ist doch okay. Okay, da kommst du nicht, da kommst du nicht so einfach, da kommst du auf jeden Fall angeschossen. Tja, egal wie ich es mache, einen wunden Punkt gibt's. Ja, aber das minus 3, Ja. das ist. Na gut, so hardcore habe ich mir das jetzt auch nicht vorgestellt, in so einer Runde. Das ist nur in deinem Ja. kranken Kopf so, Ja, da okay? geht immer was. Also. Das hoffe ich doch. Also, ich schaffe es übrigens schnell genug, mich zu muten. Alles ist aber wie Alles Medizin. gut, alles Nee, gut. ist wie Medizin, du, ehrlich. Ich habe jetzt ganz wenig gehustet im Vergleich zu vorher, als du nämlich Blood Bowl spielst. Sag mal, aua. Juhu, ich bin wieder bis zur Mittellinie vorgekommen. Ja, das ist der wunde Punkt, von dem ich, den ich gemeint hatte. Tja, Rolli, wenn du da hingegangen wärst, hättest du das nicht machen können. Jetzt guck, was passiert, Rolli. Ja, er schubst nämlich jetzt. Ganz übel. Autsch. Oh, ausgerechnet gegen Splinter. Aha. Ja. Oh, die Lunas sind meine besten Spieler. Ja, Super. die Hunde, die SPP hier. Ja, gut, dann macht er halt dieses Spiel keinen Touchdown mehr. Ey, komm zurück. Muss das jetzt so sein, Suharon? Mann, Mann, Mann. Auch noch ein Spieler, damit wir wenigstens wieder gleich sind. Weiß ja, Fairness ist im Blood Bowl oberstes Gebot. Irgendwas, sowas habe ich auch schon mal gehört, ja. Ja, aber Mein. ich hab. Ja? Das war, glaube ich, ein anderes Spiel. Das war, glaube ich, was anderes irgendwie. Wie fair gestalten wir das denn jetzt? Gestalten wir es auf die Weise fair oder auf die andere Weise fair? Das ist echt blöd jetzt. Apropos blöd. Ja, doch nicht. Krallis Teamname hast du mitgekriegt für die neue Saison in der DBBL? Nee. Die drei Fragezeichen. Und rat mal, was für ein Team er hat. Ach hier auch Ja. die drei großen Fragen. Also, ob der will ich dann auch mal in Kombination sehen, dass die alle drei mal grübeln. So können ja gerne einen Sitzkreis bilden, oder? Ja. Bin ich auch voll dafür, Mann. Na, ist jetzt kritisch. Yippie. Gib mal deinen Lohnern nochmal eine Chance. Ja, das machen die auch da. Da kennen die nichts, oder? Ene mene mu. Tja, wer von denen soll jetzt sterben? Eins, zwei, drei, vier. Das wäre ein weiches Ziel, kann aber wegdutschen. Auf der anderen Seite vorne zu bleiben, wäre auch ganz schön. Hinter die Flanke abzudecken, wäre auch ganz nett. Dann kommen aber die anderen Abschüsse wie die Altfasnacht. Ah, wie man es macht gegen das Ohren, ist einfach falsch. Mir doch jetzt Immer, egal. immer, immer, immer falsch. Jetzt. Ja, Na, Rums. Pau. Ah,
Das ist aber auch immer. Schon sind wir festgekallt. Das kriege ich locker hin, sagt Krali. Ja, wir hoffen es alle. Wir sind sehr gespannt. Wir freuen uns auf diese Nummer, wenn sie alle drei da sind. Ich möchte von dir immer einen Screenshot haben, wenn das passiert. Also wenn sie wirklich dastehen und ihre Fragezeichen über dem Köpfchen haben. Ich freue mich da sehr drüber. Also der Teamname ist unglaublich gut. Ich hätte es wirklich gelassen, die drei, und hätte ich drei Fragezeichen gesetzt, nicht noch den Namen Fragezeichen, aber fand ich ganz Pluto, Pluto! Ja! Kämpf, Pluto, wie du noch nie gekämpft hast. Er darf sie nicht, er darf sich an sie rankommen. Ja, Pluto! Halt durch, junger Kerl. Guter, guter. Kannst du nichts für deinen Coach, ja, genau. Dass der dich da so hinstellt, gell? Ja. Genau. Haut die schon wieder ab? Ach, hätte ich sie doch ein bisschen schubsen sollen mit meinem Roger. Naja. Aua. Guck mal, du kannst es auch mit sechsen im richtigen Moment. Fritz, der Trickser. Nee, Karl der Flinke ist es, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. Nein. Ist klar. Pluto, Pluto, wir haben da schon drüber geredet, ja? Also ich meine, Pluto, okay, ist gut, das kann ich verstehen. Du willst dann jetzt auch machen? Okay, Pluto, dann machen wir halt einen Doldheitstaun, wenn es unbedingt sein muss. Oh, das habe ich jetzt nicht so beabsichtigt. Das wollte nur spielen, wirklich, der tut nichts. Was machst du mir denn das so Leben so schwer, Menschenskinder? Ich habe mir doch schon wieder einen weggenommen, deswegen. Ja, hast auch wieder recht. Motzen und meckern gehört einfach zu dem Spiel dazu, habe ich mir sagen lassen. Ja, geh mal da jetzt hin und jetzt halt sie mal auch einmal auf wenigstens. Das wäre super nett. Achso, vielleicht sollte man mal kurz nachdenken. Faszinierend. Sie mehr so dumm. Ja, sieh mal. So. Alle drei Rüros, ne? Ein Double Move Down. Oh, 2 und 1. Eins und zwei. Auch ich kann es spannend gestalten, so ist es nicht. Wieso soll ich das hier langweilig machen? Mir soll ja ein bisschen. Symbole viele. Einer kriege ich gebunden. Dann nehme ich mir einen Blitzer. Dann du dahin. Ja, und dann wird's spannend jetzt. Ja, ich würde sagen, eine ziemlich interessante erste Halbzeit. Finde ich zumindest. Ups und Downs für beide Teams. Das ist doch nicht normal. Das ist Towser. Towser ist in der Den hätte unglaublich. ich jetzt einfach nur legen müssen, dann hätte ich einen Two-Dice auf dem Ballträger gehabt. Ja. So klappt's allerdings nicht. Towser hat es aber jetzt halt einfach antizipiert, weißt du, der hat jetzt alles gegeben. Ja. Tolles, spannendes Spiel, Mattes. Ja, ich habe da einen Fehler gemacht übrigens, worauf ich das zu spät gesehen habe. Das Suarez und den Seed ist klar. Ups, aber Und ein. so auf gar keinen Fall. So hättest du das nicht gemacht.
muss ich jetzt schon sagen. Also irgendwie, es geht viel, aber mit den Würfeln geht gar nichts, Suaron. Ja, das ist aber die Saison jetzt schon Ja. Standard bei mir. Ja. Wieso? Nee, ist Kacke. Halt, da will ich nicht hin, ich will da hin. So, schaffen wir uns noch mal irgendwann an die Anweisung vom Suaron zu halten oder kriegen wir das nicht hin? Eigentlich muss ich da anfangen, ne? Oh mein Gott, echt, ey. Wollen Sie jetzt aufgeben? Ja. Rums. Mensch, jetzt kann der da mal einfach wegdodgen. Ist doch ärgerlich. Da müssen wir jetzt schon wieder was tun. Ärgerlich. Alles ärgerlich. Also Pluto, echt, du bist ganz, ganz ein super Troll. Muss ich wirklich sagen. Du bist ein guter. Ja. Ui, guck mal, hast du richtig draufgehauen. Das ist schön. Kommen wir mal Gruppenkuscheln. So, Rolli. Sei mal ein richtiger Gentleman. Das ist das, was ich gemeint habe. Ja, so ein Gentleman. Einfach nur ein bisschen geschubst. Ui, hatte ich ein Glück jetzt. Meine Güte. Ja, aber von den Chaos-Jungs sind viel zu viele am Leben, sagst du. Von dem Chaos-Jungs. Chaos, Chaos, Chaos. Meint er mit Chaos? Wen meint er jetzt, Schubs, ne? Gucke. ja, keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Ich habe hier Hundis und eine Dame und. Ja. Gut, vielleicht einen kleinen Bösewicht haben wir dabei. Und Splinter, ja, okay. Der hat sich Aua gemacht übrigens, der Splinter. Ein böser Elf hat ihn auf ihn draufgehauen, voll gemein. Also, Rolli, das so funktioniert, laufen die Mädels irgendwie weg, Rolli. Das ist. Komm, 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 Suaron. Du hast jetzt mir davon. Nein. Das ist ja, super Saison gerade. War auch nur Blitzer, also alles gut. Ich möchte dies einfach unkommentiert, du willst ja nicht wissen, was da im Chat gerade abgeht, unkommentiert stehen lassen. Das ist völlig, völlig traurig. Ich habe. 10, 10, 10 und 16. Das muss man erstmal so würfeln, Suaron. Siehst mal von der Seite. Ja, auf jeden Fall. Das ist so. Erste Halbzeit. Cruella de Vil. Cruella Gekas. 1 zu 0. Jo, Gratulation. Ja. Wenn die eine Aktion klappt, kriegst du ein Two-Die auf sie drauf. Gut. Ja. Naja. Da habe ich eine Sache nicht beachtet. Wärst du dran gewesen? Wärst du zweimal an ihr dran gewesen? Oh, guck mal, dein K.O. sieht's ein. 1:1, da hat kein Bock. Please hold the line. Bitte haben Sie einen Moment Geduld, bis der Ben Cash aufgestellt hat. Was schreibt ihr? Okay, also, wow, da machst du gar nichts, sagte Ginifix. Das ist echt mies, sagt Dekadenz und GZ. Das ist die Strafe dafür, dass Suaron kein Chaos spielt. Der Blutgott Ja, ist verärgert. ich glaub's auch. Das wird sein. Wobei Dunkelelfen ja auch was mit Chaos so im Entferntesten. Ja, Slaanesh. Ja,
ein bisschen was zu tun haben, aber das reicht halt nicht aus. Ja, aber das muss man erstmal so schaffen. Blockaktion mit einem Blocker gegen Nicht-Block und dann Skull, tot, also ja. Schön. Naja. Komm nicht mit dem Kick. Und Quick Snap. Okay. Ja, zu auch mit seinem Quick Snap. Ja, ui, der ist aber wirklich. Ui, puf, den hat es weit gepustet. Deine Familie. Schön, Digga, dass deine Familie im weitesten Sinne auch was mit Chaos zu tun hat. Kommen die jetzt kuscheln oder was? Bist du da sicher? Ja, immer. Da hinten ist eh nix. Na, guck mal, Genau. wie ich den Ball kicke, ne? Ohne Kick. Gromnit hat's einfach drauf. Guter Kick, Gromnit. Sauber. Schön gemacht. Das ist ein motiviertes Team heute. Lieber Mann, zumindest in der ersten Halbzeit. Okay, alles klar. 1-2, aber da zieht jetzt Block. Och Mensch, arme Pluto. Jo, gell. Hat er dir jetzt Aua gemacht? Immerhin Block. Kann Die schon froh sein. Würfelreihenfolge. Hm. Cremig. Ja. Du nimmst ja deine Blitzer ja schon selber raus, also. Ich habe das Gefühl, dass du dann nochmal Schläge setzt jetzt. Wow. 2-3. 2-3. Und 1. Fuck off, Bruder. Es darf doch nicht wahr sein. Achtung und? Oh, eine 8. Oh, 6. Okay. Wow, Suaron. Wow. Ja, das. Ich weiß gar nicht, das waren jetzt vier One-Dices. Den einen habe ich ja mit Reroll, den Ball immerhin. Aber es war jedes Mal ein Skull als erstes. Das war jetzt schon eklatant interessant. Formuliere ich es einfach mal so, ja. Ich sehe das bloß immer bei Zwerge, die machen ja die One-Dices prinzipiell, also. Ich muss mal von den Zwergen mal die Würfel ausbeugen. Ich würde auch sagen, was sagst du gerade? Die läuft ja wie geschnitten Brot. Die Big Eyes will ich auch. Mal sehen, wie sich meine selber umbringen. Wo spielst du, Renegaden? Habe es nicht mitbekommen. Die drei Fragezeichen in der DBBL, Digga. Schäm dich. Mann, echt, ey. Erstligist, Mann. Da muss man alles auswendig kennen. Er kommt mit den drei Fragezeichen, mit Chaos Renegades. In die dritte Liga. Und da wird er absteigen und dann nochmal aufsteigen und dann Meister werden. So hat er sich's vorgenommen, der Kralli. Was will ich eigentlich machen gegen dich? Was mache ich da eigentlich? Bin ich das überhaupt so? Oder bin ich da aggressiver? Ja, irgendeine Scheiße ist ja immer, komm. Zweite Halbzeit, jetzt Drive von Suaron. Der Ogre wird der Ballträger. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Hallo? AG4 Plus, hallo? Das kann schon funktionieren. Da kommt dann Sprint und Sure Feet und sowas. Damit rechnen deine Gegner auf jeden Fall nicht. Dodge. So sieht's Pat. aus. Agi ab. Ja, Beres Urgard in einem Spiel drei Touchdowns gemacht gegen eine Dunkelelfenmannschaft. Ich will das jetzt nur aus Gründen erwähnen. So, Sergeant Tipps, dann pass mal direkt zu Safira. Du bist doch netter. Solid Defense. Oh. Oh nein. Jetzt darf ich auch noch vier Spieler verrücken. Ah ja, ich musste ja vorher auswählen.
Ach, was weiß ich, ich hab doch eh keine Ahnung von dem Spiel. Ah, da, 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 da. Das geht ja auch nicht, nee, das war falsch. Ja, nur zwei auf der Seitenlinie Ja, guck mal, maximal. wir zwei sind richtige Profis. Schau das mal an hier, was wir hier zusammen spielen, hey. Wird gecheatet, ne, dass die Vestalin meint, ey, ohne Scheiß. Habe ich das jetzt da richtig gemacht? Ach, was weiß denn ich schon? Gott! Komm, egal, Jens, ich mache einfach Endturn. Völliger Blödsinn hier gerade gebaut. Guck mal, Sergeant Tipps hat sich dran gehalten. Ach, jetzt geh doch nicht direkt auf die Schwachstelle. Ja, der ist heute leider gestorben, sein Oge. Ist seid aber auch schon in Spieltag 6, ne? Denkt dran, ihr müsst dann halt warten, ne? Wenn ihr es jetzt zu weit nach vorne bringt. Also, nicht böse gemeint, ich bin absolut begeistert, wie ihr da durchzieht, ne? Also 3,5 Tage ist der absolute. Okay, normalerweise würde ich jetzt zur Bar laufen, einen Trink holen und im Suaron einschenken. 3 Einsen und eine 5. Und im Suaron auch bringen. Erstmal Prösterchen machen. Wie viele Einsen kann man in einem Spiel würfeln? Und Suaron so, ja. Übergabe. Zwei. Das reicht. Eins. In der zwei. Rums. Eins. Ja. Also wirklich, das sind, also ich habe schon viele beeindruckende Würfe gesehen, aber du machst jetzt, übertreibst wirklich komplett, oder? Ja, ich will zeigen, was ich kann. Das ist ja. Echt. Besonders, muss ich schon sagen. Es hat irgendwie was. Ich weiß noch nicht was, aber es hat was. Meine Herren. Ist das ekelhaft. Tja, jetzt ist die Frage. Frage aller Fragen. Na, das gibt SPP, das ist doch auch schön.
Guck mal, ich kann das auch. Siehst du, jetzt habe ich es endlich mal gemacht. Ja. Vorbildlich, ja. Ich wollte eigentlich nur schubsen. Manu. Buh. Ist schon ein bisschen jetzt gemein. Was ist los mit dir, Goliath? Es hat auch eine, hätte auch einfach eine 3 oder eine 4 oder eine 5 oder eine 6 gereicht. Doch nicht 1 und 2. Mann. Mit einem Team Reroll. Bisschen Goliath, ne? Ich erwarte von dir so ein bisschen jetzt, ne? Auch doch nicht schon wieder Sergeant-Tipps. Der hat überhaupt niemand was getan. Immer auf den Kleinen. Echt, au. Chaos verkloppt gerade den Wörnser in der CCC, okay? Oh, ich habe dir noch ganz viel geschrieben. Ja. Suaron stellt sich jeder Herausforderung. Kann er mehr Einsen würfeln als jemals jemand zuvor? Hat Genifix Ja. geschrieben. Dankeschön. Den hätte ich jetzt gebraucht, Zuaron. Ja. Oh, wäre das jetzt wieder eine anstrengende Nummer. Meine Güte. Er weiß schon, wo ich es zuschlagen muss. Dann denken wir über die Vergänglichkeit des Seins nach. Also Bluto, du machst ein echt tolles Spiel.
With goblins comes problems. Scheiß auf Team Rerolls. Stirb. Hm? Achso, da liegt da drüben. Okay. Das wird jetzt nur spannender, Suaron. Beide keine Rerolls mehr. In der zweiten Halbzeit. Was hast du geschrieben? Hab heute richtig Bock, Mist verzapft. Schön meine Teams durchgegangen, fleißig SPP verskillt und nicht auf das CCC-Team geachtet. Was ist genau passiert? Digga, ich verstehe es nicht so ganz, was. Also, ich verstehe, was du da geschrieben hast, aber ich verstehe es nicht so ganz. Musst du nochmal genauer erläutern, was da passiert ist. Ah ja, mit einer 6, da ist er schon mal weg. Franz, der Hinterhältige. Was siehst du, ich muss mal aufschreiben. Der Tote war Carter Flick, genau. Das ist dann aber wenigstens eine zweite Hintersätze. Ja, das mache ich auch immer. Weil das Problem ist, du kannst ja in der Statistik nicht angucken. Ja. Wie die hießen die Toten? Das müsste so einen Friedhof geben. Ja. Wo die da reinkommen, weißt du, ich meine so. Ja, klar, weißt du, wie ich meine. Kannst immer so eine Ruhmeshalle, wo dann so Budweiser-Bier oder sowas davor steht oder so. Wo die dann da so hängen, deren ihre Porträts. Ideen habe ich. Ja. Mensch. Och nö. Pongo, halt durch. Boah, voll ins Gesicht getreten, ey. Buh. Am kleinen Hund. Tierschutz, hallo. Schubs. Schubs. Doch nicht dahin. Zwei. Rasch. Eine Sechs. Hat er sich Aua gemacht? Nee, leider. Zum Glück nicht. Minus zwei, nee. Zum Glück hat er sich jetzt nicht Aua gemacht, der arme Kerl. Das könnte aber echt. Das könnte jetzt. Das könnte aber nach hinten losgehen, ne? Das geht gar nicht, kann das sein? Nee, das darf ich nicht machen. Aber ich könnte das schon machen. Ja, klar könnte ich das machen. Nur in welcher Reihenfolge machen wir das denn jetzt freundlicherweise? Ups. Aber wehe. Aber wehe, es klappt nicht, ne? Okay, der war nett. Halt, das war das falsche Feld. Nein, scheißegal. Egal. Wurscht. Bei Double Pow. Da geht einiges, ja. Mit Double Power. Ja. Naja. Okay. Ja, Schubs. Und jetzt ist die Frage die folgende. Hm.
Knaffel, du bist die geilste. Ja, sie lebt noch. Sie lebt. Sie lebt noch. Blöde Kuh. So Hallo, geil. das Saphira ist meine Tochter, also, ne? Jetzt mal schön. Au, oh, pf, das habe ich ja jetzt nicht gewusst. Die ist voll toll. Au, oh, nicht seriös. Buh, doch nicht seriös im Auer machen. Oh, da fällt er mir ein ganzes Spiel aus, der Gromnitz. Ja, bis jetzt hat er mal was gemacht. Jetzt auf jeden Fall noch mehr. Ja. Ist schlimmer geworden. Was hätte das andere Minusstärke. denn? Wie das stärker auf Minus. dem. Wie eine Stärke auf dem Ork wollen wir jetzt nicht unbedingt haben. Was ist wert? Nein. Geht doch, sagt der Genifix, geht doch. Hallo? Hallo? Och, Menno, jetzt kommt er da einfach fort und tschüss. Das ist doch ärgerlich. Ja, komm, egal. Lass mal so stehen. Mensch, mein armer kleiner Ork. Ich weiß, der Genifix, der tut sich nämlich schon ein bisschen Windeln kaufen, weil der muss als nächstes gegen mein Team dran. Ja. Da habe ich ja Gott sei Dank auch richtig gut XP gegeben. Ja. Ja, die sammeln Mein ordentlich Spieler. SPP, sagt Kralli, ja. Ja, hast du recht, ja. Kriege ich das Ding jetzt noch verhindert oder zögere ich das jetzt ja unnötig raus und so ein blödes Unentschieden? Buh! Jetzt geht's toll, Naja, jetzt. Ja? ich kann jetzt nicht unbedingt noch länger warten. Kannst du schon, aber. Nein, ich habe es doch befürchtet. Schöner Touchdown. GZ. Jo, danke. Ah, so. Saphira war das, genau, Saphira. GZ, ausdrücklich. Ganz cooles Ding. Richtig cool gemacht. Ich Und hab's. nächster KO1 kommt nicht wieder. Oh Gott. GZ auch vom Chat hier nochmal an dich. Jo, danke. Ja, cool, echt. So einen Touchdown habe ich so noch nicht gesehen. Also mit Gobbo rausschubsen, das ist klar. Ich muss deine Chili dann noch beim Tanzen zugucken. Sorry. Alles gut. Ich habe ich brauche eine Schlange zum Aufstellen. Was? Ich weiß gar nicht warum. Hey, gibt es da einen unsichtbaren Spieler mal wieder? Tom der Treter? In der Mitte, kann das sein? Ich glaube schon. Da gibt es einen unsichtbaren Spieler. Ja, da steht in der Mitte genau einer. Warte mal, ich kann den mal wegstellen. Muss nicht. Jetzt sehe ich ihn wieder. Jetzt ist er für mich wieder sichtbar. Ja. Das ist aber nett. Okay. Bitte schön. Ja, Mist, da hätte ich mich ja durchschlängeln können. Da hätte es mich nicht gesehen. Ja, ist so. Das sind ein bisschen zu viele Verluste, ne? Ja, und die einzigen Verletzungen, die ich dir zugefügt habe, war auch noch in Luna. Die Wilma, aber die ist auch draußen, die Wilma. Das ist, ja. Bestimmt, die werde ich mir nicht mal kaufen können, also. Ja, ist zum Schreien davonlaufen, was da passiert ist. Ja. Denn zwei Gobos mussten dann natürlich auch entlassen werden. Ja, Changing Weather, okay. Was ist mit dem Ball jetzt passiert? Yes, das ist gut. Was treibt denn ihr da noch? Das Changing Wetter ist ja dann. Ist er weggepustet worden, ja. Naja. Tja. Jetzt fetzt. Nein, du nicht, okay.
Du? Und du ja? Da fühlt sich Tom aber nicht so wohl da. Zwischen den Großen. Die Aber spielen was denn hier nur. noch erlösen daraus, ja. Hast gar nicht geblitzt, ja, okay. Ne, ich habe in der Runde nicht geblitzt, nein. Muss ich mich zu weit strecken und dann kommst du Ah durch. ja, genau. Ne, ich hätte mit meinem Rucker blitzen können, das wäre klüger gewesen, aber mein Kopf will nicht mehr so heute. Ist keine Ausrede, ist aber so. Ja. Habe ich gepennt. Ist ganz nett, wenn man Juggernaut hat und es auch dann richtig anwendet. Aber hey. Ja, ist ja jetzt nicht so. Aua. Armes Pluto. Doing. Genau, du sagst es. Ja, da steht da tatsächlich noch einer. Ich werd verrückt. Da steht tatsächlich noch einer. Wie das Gefühl der Spruelfenspiele irgendwie so. So ein bisschen, ja, das kommt mir auch so vor, ohne Scheiße, ey. Was ist da los mit den Jungs, ey? Ist das schrecklich. Der schimpft dann wieder, wenn er nicht darf, ne? Wie war das Leertaste und dann. Ah ja, okay. Kann man aktivieren, ja. So war das. Ja, sind wir wieder mutig, Ben Cage, ja? Sind wir wieder mutig, Ben Cage? Na, geh mal gucken, kuscheln. Jetzt, Pluto, aufstehen bitte. Ja, brav. Na, gut da. Dankeschön. Weiter geht's. Schubs. Ja. Er muss hier riskieren jetzt. Da hätte ich schon fallen dürfen. Ja. Durchaus. 6. Lang keine Eins gehabt. Es ist, eigentlich ist es nicht zum Lachen, aber ich muss lachen, sorry. Sei mal nicht böse. Alles gut. Ja, fuck, echt. So ein Blödsinn, ohne Scheiße, ey. Ist ja nicht, es ist echt, du weißt schon, dass ich zugucken muss, Waron, oder? Ja, das ist richtig, ist Ja. richtig. Wenn das deine Absicht ist, hör auf damit, bitte. Auch ich habe nur Nerven. Echt so.
Tja, zumindest irgendwie mal vor, mal wenigstens zu probieren, aber irgendwie komme ich ja noch nicht mehr richtig raus von den drei Dicken. Ja, ist echt finster. Ist einfach nur finster. Ist das ein Rasch dabei? Nee, ne? Nee. Immer eins und eins und eins, Ben Cash. Immer eins und eins und eins. Warum machst du das denn so? Du sollst es anders machen. Ja, geh halt mit. Hopp. Haben wir sie wenigstens eingekeilt. So, ja, was machen wir jetzt denn da unten mit den Pappenheimer? Ah ja, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Was soll schon schief gehen? Na? Na gut. Du hast mir immer noch nicht den Double Bow Down gezeigt. Ach so, sorry. Ich hätte jetzt nicht mehr dran gedacht. Das ganze Spiel habe ich dir Zeit gegeben. Wenn er nur einmal das machen würde, was man ihm sagt. Nur ein einziges Mal. Ja. Ah, der ist an dem gebunden, der ist an dem gebunden. Der liegt da rum und wird gleich blitzen. Doch nicht. Ja, wenn wir jetzt gleich eine Superheldin sehen, ich glaube schon. Yippie! Mensch, oh, ups. Pluto, jawoll. Ah, super. Noch so jung und so engagiert. Oh oh. Oh Ich wollte sie eigentlich noch ein bisschen behalten, aber tja, ich kann sie dir auch das schreit ja, spenden. das schreit ja förmlich nach. Ladies gegen Ladies. Gucken wir mal. Einfach nur aus Spaß und der Freude habe ich da immer drei Würfel genommen, Leute. Nein! Und da ist die 6. Ich glaub's einfach nicht. Sag doch, sie ist eine Heldin. Ups, auf die Außenlinie. Und? Und? Zwei und? Ich krieg zu viel. Ich krieg zu viel. Selbst schuld. Kriege ich aber nicht mehr irgendwo weg. Ja. Na nee, eigentlich Blödsinn. Ausschieben tust du so oder so. Jetzt, wo ich Nicht weiß, dass der es deine eine. Tochter ist, kann ich das nicht machen. Ah, doch. Kannst. Genau, da habe ich dir wieder jetzt ein Ei gelegt. Das macht man ja ganz wichtig, erstmal Touchdown-Bedrohung stellen. Doch, die 1, gut. Naja, habe ich sie ja weg. Okay, es geht dann raus. Und wohin geht er? Der Gutste. Da hinne Perfekt. Macht's nicht leicht, aber leicht hat's einen, ne? Zwei Runden noch, ne, sagst du? Tja. Du nicht, okay. Hier plus klappt, gut. Ja, weiß ja.
Ja, ist genau. Gut, ich hätte ja trotzdem den Troll prügeln können, hätte meine Aktion durchführen Genau, können. Das muss genau. man, deswegen finde ich den Roger echt mit den neuen Regeln halt sehr nice. Auch wenn er dann halt die Gefahr hat, dass er mal einen umbummt. Ja. Ja. Wie weit kommt denn eigentlich dein komischer Blitzer? Nicht weit genug. Okay, der da kommt nicht weit genug. Es ist mir aber alles andere als. Ja, komm. Dann halt nicht. Hätten wir sein lassen sollen. Ja gut, kann ich noch irgendwas machen, was irgendwie halbwegs Sinn ergibt. Depends on the dices. Let's go. Auch wenn der Troll jetzt auf dem Boden gelegen wäre, hätte jetzt nicht mehr einschreiten können, der war ja eh schon saudumm. Und dass ich den Roker versuche, dann nochmal hinzubewegen, klar. Sonst dodgst du mir da weg ein bisschen am Ball dran, dann wird's schwierig. Aber. Ja. Gab andere Szenen, wo ich mich mehr über mich ärgere. Aber egal. Letzter Zug von Suaron. Ja, hi Braddock. Grüß dich. Hab übrigens Spiel gesehen zwischen dir und Radengel. Ganz großes Kino. Ganz schönes Spiel. Ich bin noch nicht ganz durch mit der Partie. Also, ich habe sehr viel gelacht. Sehr schön, ihr zwei. Hat Spaß gemacht, zuzugucken. Och, jetzt hör doch auf damit, immer mit den Sechsen. Buh. Was? Nein, oder? Ist nicht passiert, oder? Ist wirklich, ist so passiert, ne? Der hebt auf die 3 und die hebt auf die 2. Wir haben einmal ein Pickup und zwei Rushes. Dreimal keine 1 würfeln. Es klingt so, als kommt die. Wenn ich den wegbekomme. Jetzt hast du mir es aber echt nochmal schwer gemacht, Zuaron. Wenn ich den wegbekomme, und zwar wenn. Ich bin noch am Überlegen. Nein, du sollst nicht die ganze Strecke nochmal zurückrennen und 14 Mal würfeln, kleiner Goblin. Jetzt Triple Sky kommt. Sechs, sechs. Endlich hast du deinen Auftrag erfüllt. Ich hab doch Juggernaut. Ach so, hast Juggernaut. Na, dann hast du ein Glück. Ich hab geblieben. Nee, das war kein Glück. Jetzt muss ich das erste Mal widersprechen. Das hat mit Glück jetzt mal nichts zu tun gehabt. So, jetzt wird's ein Glücksspiel. Also entweder wir nehmen den Wurf, wo ich einmal auf die 3 plus nehme oder ich darf dreimal keine 1 würfeln. Fragen über Fragen. Lucky, wie wär's mit dir mal heute? Naffel, du bist die Geilste. Let's go. Letzter Spielzug. Easy. Yes! Ich Gratulation. hab gegen Suron gewonnen. Ich lecker. Dankeschön, Suaron. Ja, gerne. Schwitzend wie ein Schwein, mit leicht erhöhter Temperatur, aber ich hab's geschafft. Ich hoffe, das war gesundheitsfördernd jetzt für das Schwitzen. Ach ja. Ja, Radengel ist ein netter Gegner. Dankeschön, Leute, für die Gratulationswünsche. Ach, Suaron. Ja, Gratulation. Wie gesagt, die Saison kann ich, glaube ich, ein bisschen
abhaken dann. Ja, das ist wirklich. Ich meine, ich habe mich voll gefreut, dass du halt sagst, okay, ich nehme das. Und dann war ich auch so überrascht, also die Dunkelelfen nehmen. Und da war ich auch so überrascht, dass du dann gesagt hast, okay, ich habe die mal früher auch gespielt und so. Aber das Mannschaft hat ja durch die Bank überhaupt gar kein Glück. Also das war ja furchtbar. Gerade die erste Halbzeit war ja schrecklich. Das war ja nicht mit anzusehen. Ich kann es nicht Ja, anders sagen. war Okay. gegen Ende zumindest noch ein bisschen. Oh, siehst du, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie ist der? Das habe ich noch nicht aufgeschrieben. Was, der da tot gegangen ist? Ja, ich guck mir dann einfach deinen Stream an. Das ist ja der Vorteil. Haha. Ja, ich habe das jetzt nicht aufgeschrieben, ich habe auch unsere Score aufgeschrieben und sowas. Ich guck mal gerade, Genau, wie. ge Geld habe ich eh, Kids. Ja. So, was ist denn jetzt hier passiert? Okay, wir haben jetzt ein 4 zu 1. Oh Gott, der Kill wird mir zugerechnet. Ist ja krass. Ah ja, okay. 4 zu 1 und 1 zu 0. Okay, ist jetzt der Chat all drüber, aber okay. Ja, ich hoffe, du hattest trotzdem irgendwie ein bisschen Spaß. Ich fand, du hast es am Ende echt klasse schwer gemacht. Es war echt gut zu sehen. Ja, Ja. mit dem, was noch drinne war, aber ich hatte natürlich auch ein bisschen Glück, ne? Aber wie gesagt, hier mit One Dice zweimal Pau gehabt. Wobei auch Move Down hätte kommen können. Aber dann halt wieder die 1 beim in den Weg stellen. Ich glaub, also 2 plus. 2 plus ist echt heftig. Ich glaube, ich wäre auf jeden Fall wieder Reue tun und wieder zu Chaos zurückgehen. Aber ich ziehe das jetzt trotzdem erstmal durch. Vielleicht, ich meine, es kann ja nur besser werden. Also, das ist Ja, ja. ja, ja. Und guck mal, Safira hat ihren Touchdown gemacht, die ist neu dabei gewesen, ne? Das Team hat ja schon ziemlich leiden müssen, die haben jetzt nochmal alles gegeben heute. Ich denke, ab jetzt geht dann die Reise nach oben weiter. Geht ja jetzt gar nicht mehr anders. Genau, eben. Alter, habe ich SPP gesammelt, ist das krank. 6, 3, 3, 2, 2, 2. Er Oh, ist gut verprügelt. das gibt einen Rattenoger mit Break Tackle. Oh, wie schön. Ja, gucken wir mal. So, Aaron, da es mir heute jetzt nicht so gut geht, so gerne ich über Blood Bowl und Spiele und sowas rede, ich klinke mich jetzt für heute raus. Richtig, schau dir schön, ich wünsche dir gute Besserung und Danke. ja, das nächste Mal mache ich dich dann eh sowas von fertig, weißt du ja, ne? Also. Nächstes Mal wieder Ziegen, die sind eh besser gedodged. Ich habe es im Finale gesehen, wie deine Ziege da einfach durch die Hochelfen durchgedodged ist und guck dir die an. Weiß nicht, Richtig. kann ich nicht erklären. Keine Ahnung warum, wieso, aber ist halt so. Ich freue mich aufs nächste Match. Ich wünsche dir noch viel Spaß und dann musst du in dich gehen am Ende der Saison mit deinen dunklen Schatten. Okay? Genau, gucken wir mal. Also dann, jo, schönen Ja, Abend noch. ich sage Publikum, ciao, ciao. Schönen Abend euch noch. Liken und abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Wenn ich einen Ausknopf finde, was ich nicht tue, weil ich da einfach wieder so unfassbar gut bin.